Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play den Landwirtschaftssimulator 17 mit mir, dem Agrarfan-LP, auf der Map Oberlausitz. Ja, ich habe hier unterdessen mal ein paar Fahrzeuge gemietet. Hinten am Deutz, an dem großen 671, habe ich einen Wenhuis W400 Silage-Trailer gepackt. Und als Häcksler habe ich mir einen Rossimash Don 680M mit dem passenden Rossimash GR4000 Schneidwerk gemietet. Wir haben hier eine Arbeitsbreite von 4 Metern und der Häcksler ist ein ziemlich kleiner, aber sollte fürs Maishäckseln ausreichen. Genau, um euch nochmal die Preise zu zeigen, würde ich mal fix hier reinschauen. Der Wenhuis W400 Anhänger hat mich 2960 Euro Miete gekostet und der Maishäcksler ist der hier, der Don 680M. Für 17.200 Euro mit der kurzen Pipeklappe und der ohne Klimaanlage. Und das Maisschneidwerk, Maisgebiss, hat mich weitere 1.950 Euro gekostet mit einer Arbeitsbreite von 4 Metern. Für die weiter entfernten Felder, also hier Feld 9, 10 und 11, zur Biogasanlage, habe ich hier schon mal die beiden Traktoren mit unseren eigenen Anhängern bereit gemacht, dass ich nicht so oft fahren muss, sondern die alle auf einmal gleich befüllen kann. Und ich habe in der Zwischenzeit hier Silage, Quatsch, Gras und Heuballen eingefahren, die ich gepresst hatte. Genau, fangen wir mal an. Und zwar würde ich sagen, starten wir erstmal hier mit dem Deutz. Da stellen wir jetzt mal hier den Follow Me Mod ein. Und hier ist eigentlich schon alles eingestellt. Das habe ich schon in der Zwischenzeit gemacht. Und dann können wir gleich anfangen. Ein, was muss ich noch sagen, wichtig bei diesem Mod ist es, also bei dem Rossimash, dass ihr das, wenn ihr Combine-Add-on mit drin habt, dass ihr das unbedingt mit rausnehmt. Weil der Rossimash verträgt sich irgendwie mit Combine-Add-on nicht so richtig. Dann erntet dann nämlich kein Mais. Genau. Wir müssen hier aufpassen, dass wir hier gleich mal eine ordentliche Anwand dran machen. Weil das ist ja alles ziemlich beengt. Das werden wir gleich nochmal machen. So. Und wichtig ist auch, dass der Deutz hier hinterherkommt. Genau. Ich habe auch ein paar Heuballen, die ihr da gesehen habt. Das waren nicht alle. Ich habe nämlich auch, glaube ich, schon 6 davon gefüttert. Weil wir einfach kein... Weil wir einfach keins mehr haben. Kein Mischgut mehr hatten. So. Ist alles ein bisschen Friemelarbeit hier. Ich würde sagen, wir zeigen hier in dem Part mal das Häckselfahren und im nächsten Part tun wir dann mal abfahren. Dass wir das beides mal gezeigt haben. So. So, genau, wir häckseln. Ich würde sagen, wir werden aber nicht alles an der Biogasanlage füttern, sondern wenn ich im Privatgebrauch selber mal noch ein bisschen Silage für die Tiere brauche, dann werde ich mir hier einfach aus der Biogasanlage welches holen. Aber in der nächsten Folge wollen wir ja sowieso erstmal die Biogasanlage bestücken ein bisschen. Oder nein, in der übernächsten Folge, Folge 35.
Und das wird auch eine längere Folge. So. Genau, da wollen wir nämlich ein bisschen mehr machen als nur Biogasanlage bestücken. Ich glaube, das wird der kleinste Teil sein. Da werde ich ja sowieso nicht alles reinhauen, dass wir noch was für gute Zeiten haben. Genau, aber was wir dann in Folge 35 so richtig machen, das werde ich dann erst dann zeigen. Weil es ist auch noch eine kleine Überraschung geplant. So. Der Deutz hat echte Probleme hier. Aber das kriegt man hin. Um die Kurven zu kommen. Aber wenn wir hier unten eine vernünftige Anwand haben, dann fahren wir auch rein. Genau. Solange er den Anhänger noch erkennt, ist alles gut. Gut. Also der LS19 rückt, LS19, war schon richtig, rückt immer näher. Wenn ihr das Video hier seht, das ist Folge 33, dann kommt der LS-Eire in 2 Tagen, also übermorgen. Dann ist der LS17 auch schon beendet. Schade. Schade, schade, schade. War ein sehr, sehr schöner LS-Teil. Na komm voran. So. Ja, meine ist auch voll. Ich sehe es an, ich hätte eigentlich einen Inspektor mit reinnehmen müssen. Sollen. Ah, 99%. Na gut, dann können wir auch erstmal abfahren. Zack. Und ich würde sagen, wir können das... Ah, in das andere Silo. Zack. Kratzbuddel läuft ja auch schön mit. Tinte Dossierwalzen. Bisschen das ja schön. Zack. Kann man ja auch wieder zumachen und fahren weiter. Genau. Was ich bei den Silage war wegen immer sehr, sehr spannend finde. Erstens, dass da gar keine Lenkachse hat, was schade ist. Ja, cool gewesen. Und dass die den Zapfwellenantrieb oder Durchstreb hinten für die Dossier-Aggregate haben und aber sonst der Kratzboden hydraulisch angetrieben wird. Spannende Sache. Ne? Jetzt. Das heißt, ich werde den mal noch ein bisschen weiter vorfahren lassen. Dass der immer ein bisschen vor uns fährt.
So kann man dann einfach auf dem Baum besser verteilen. Und außerdem hat er dann immer ein bisschen Vorsprung und hängt sich so nachher. Ja, macht er trotzdem. Ach ja. Was vielleicht auch noch eine Lösung war, den Anhänger hinten ranpacken an Don. Oder sich einfach einen zweiten Spieler holen. Das wäre auch noch eine Variante. Nee, aber wenn wir so fahren, dann geht das ja auch relativ gut. Mal, ich bin mal sehr gespannt, wie viel Hackschnitze hier bei... Wie Häcksel gut hier bei rumkommen wird. Genau. Und hier von innen sieht er auch so aus, da dann ziemlich einfach gehalten. Nichts großartig. Nicht großartig viel Elektronik drin. Wie bei anderen Häckslern mit NIR-Sensor und Befüllautomatik und so ein Zeug. Zieht das Zeug einfach rein, häckselt's durch, tut die Körner cracken und dann genau kommt es oben auch wieder raus. Ohne durch x viele Sensoren gelaufen zu sein. Genau, was haben wir hier eigentlich? Also es gibt auch noch einen anderen Don. Der ist. Das ist im Prinzip dasselbe Modell, aber ein bisschen sieht ein bisschen anders aus. Das ist die ältere Version, also das hier ist die neuere. Und ich habe hier auch noch die alte Version, die kann ich euch mal zeigen. Das ist die hier. Okay. Das ist die alte Version und das ist die neue Version, die wir gerade haben. Das war mein Laptop, der sich ja nebenbei gemeldet hat. Ich tue ja gerade noch Videos hochladen. Nebenbei. Weil da ist ja jetzt zwei Videos pro Tag hochladen. Muss ich ja auch irgendwie hinterherkommen mit hochladen. Oder da ich zwei Videos am Tag veröffentliche. Das war der korrekte Ausdruck. Dann muss ich auch irgendwie nahe kommen. Genau, aktuell lädt glaube ich gerade Folge 28 ist das. Ja, Folge 28 hoch. Aber wir sind ja schon wirklich gut in der Zeit. So. Ja, hier hat er ganz schön zu schleppen. Eigentlich leistungsmäßig passen sollte. So, ich würde sagen, wir nehmen jetzt immer noch die Ecken weg. An Anwand reicht das nämlich. Genau. Und dann fangen wir hier weiter an. Oh, nee. Aua. Autsch. Du Gesicht. So. Komm, gib Gas. Ich treffe schon Anhänger nicht. Mit
dem Helfer hier vorne lässt ganz schön zu wünschen übrig. Na, mal gucken. So. Oh, ey. Ich glaube, ich müsste mal noch ein bisschen weiter wegfahren lassen. Aber das nächste Mal fahren wir ab, da ist es nicht gar so schlimm. Ist er schon voll? Nee. So, ich muss mal eigentlich den Inspektor, aber das lässt sich jetzt für die paar Felder nicht so richtig. Na, komm ran. Fahr ran. Wir haben da nur 160 PS, das müsste doch reichen. Okay, jetzt ist er voll. Wie viel passen rein? 36.300 Liter. Also schon eine beachtliche Menge. Vielleicht war der Anhänger ein bisschen übertrieben für den hier. Vielleicht. Ich freue mich schon, wer das alles hier zusammen festfahren darf. Da werde ich mir wahrscheinlich mal einen Praktikanten holen, der das macht. Oder ich mache es einfach. Ja. So. Nee, der hat wirklich ganz schön zu knabbeln. Trotz der Leistung eines Deutz-Traktors. Was ist denn jetzt hier los? Im Ast. Oh nee. Belastend. Ast hängen geblieben. Formalt hier durch. Na, da bin ich mal gespannt. Wie sich dann die anderen Traktoren schlagen. War der kleine Deutz hat ja die fast dieselbe Menge zu fahren. Wo willst denn du hin? Der Hexler steht ja unten. Keine extra Runden fahren. Ach Mensch, es ist manchmal echt schwierig. Oh, du fährst mir ins Schneidwerk rein oder was? Ach Mensch. Immer mit den Helfern. Ich brauche den mal noch einstellen. Dass man nicht immer hier reinfahren soll. Das ist ja belastend. So. Machen wir 4,5 Meter. So. Und dann schicken wir mal ein bisschen klein gehäckselte Maisstückchen auf der Fahrt hier und den Anhänger. Und hier kann man echt sagen, dass es ein echt russisches Ding ist. Weil im Endeffekt stimmt's ja. So.
Aber es passt halt gut zu unserem Drescher, weil wir ja sowieso schon Rosselmasch haben. Genau. Und ich würde sagen, in der Pause hier, in der Folgenpause zwischen den Folgen, würde ich einfach mal das Feld ja noch zu Ende machen und dann sehen wir uns hier drüben auf Feld 2 wieder. Und den Rest mache ich dann offline. Und dann sind wir dann auch schon bei Folge 35 der letzten angelangt. Leider, aber so ist es halt. Genau, und dann reden wir noch ein bisschen über den 17, über das Projekt hier. Und mal gucken, dann sind wir uns dann auch irgendwann im LS19 wieder. So. Also ein bisschen mehr Leistung hätte bei dem Anhänger auch nicht geschadet. Naja. Na gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Warte mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Und dann werden wir mal abfahren und mal gucken, ob wir das ein bisschen besser hinkriegen hier als der kleine Deutz. Genau, und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst doch ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns bald wieder. Kommentar würde mich auch freuen. Und damit sage ich Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.